Ein Blick auf Europa. Herzlich willkommen, liebe Leute. Merci für's Zuschauen. Wir haben diese Woche, wenn die Sendung hier gesendet wird, dann haben wir an Großbritannien die Wahlen gehandelt. Wie das Resultat ging, das kann ich euch noch nicht sagen. Aber egal wie das Jahr hier, dass die Population sich in Großbritannien für den Brexit, das heißt für ein Austreten aus der Europäischen Union, ausgeschwärzt hat, und daran wird sich auch nichts ändern. Nicht ändern, das ist vielleicht trotzdem nicht ganz richtig, weil es wird sich etwas ändern. Entweder wenn Tories, wenn die Konservativen unter Regierungsmacht bleiben, da wird es zu einem mehr harten Brexit kommen. Wenn die Labour-Partei, das heißt die derbeste Partei, wenn die untrüder könnt, da wird es mehr ein soften Übergang gehen, weil die haben schon plädiert dafür, dass eine ganze Party Sachen, eine ganze Party von den Kontrakten könnten teilweise überholt gehen oder eventuell die Sachen nicht so bis auf die äußerste Konsequenz durchziehen, wie Theresa May das verlassen hat. Wenn ich so ein Gesetzesprojekt, ein Reglement an so führen, dann bedeutet das ein helle Wohl, das sind über 100.000 so Einzeltexte, Einzelakkoren, die müssen dekortikiert gehen. 900 Akkoren sind es eigentlich am Ganzen. Großakkoren, wo zum Beispiel auch die Aviation drin fällt. Wenn ich die Aviation raushöre, dann ist das aus zwei Gründen eigentlich. Das erste ist, weil ich daran arbeite, weil wir am Transport ganz stark engagiert sind. Und zweitens, weil die Aviation eigentlich ein bisschen ein Fall ist, den kein anderes Schema so richtig passt. Die können sich erinnern, Theresa May hat gesagt, dass sie lieber keinen Deal mit Europa hat wie einen schlechten Deal. Und am Anfang dafür plädiert, für herzuweisen, für Kraft und Energie daran zu bringen, für das Bestmögliche für Briten herauszuschlagen. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, dann lieber kein Akkord. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dagegen zum Beispiel am Handel, zum Beispiel am Binnenmarkt, all die Regeln geben wegfallen. Und sie geben auf Basis zurückfallen von der WTO, von der Welthandelsorganisation. Das ist zwar mehr schlecht wie die Regeln, die wir haben, für sie aus ihrer Sicht geguckt, aber das ist immer besser wie nichts. Immer besser wie nichts, das Stichwort aber für die Aviation, weil die Aviation fällt nicht unter die WTO-Regeln. Das heißt, wenn die Aviation, wenn es auch keinen Akkord gibt, dann ist die Aviation eigentlich aus dem Ganzen ausgeklammert, herausgefallen. Und das bedingt ein ganz paar die erhebliche Konsequenzen, weil da sind all die Akkoren sowohl was Normen überlegt, sowohl was Reglemente überlegt, sowohl was Standards überlegt, technische Standards, Qualitätsstandards, Zertifizierungen, alles das ist dann hilfreich, alles das ist dann nicht mehr gültig. Da geht Großbritannien angeguckt, wie irgendein anderer Staat, den mit der Europäischen Union eigentlich keinen Akkord hat. Und das ist besonders an der Aviation, was ja in einem gemeinsamen europäischen Markt als Luftfahrtsraum ist, besonders dramatisch, weil wie gesagt, darunter extrem viel hängt. Und dafür sind auch schon britische Kompanien, britische Airlines, die haben sich auch schon im Sinn, wie zum Beispiel EasyJet, aber auch Ryanair, für den man die zu nennen, British Airways, als auch am Gang, für zu gucken, wie sie sich ein Standbein könnten aufbauen an Europa, für den Moment aber noch weiter können, unter die Verträge zu fallen. Ihr wisst, dass die Europäische Union den Verhandlungsführer ist für sämtliche Mitgliedstaaten. Das heißt, das nicht so, dass alle einzelnen Mitgliedstaaten verhandeln gehen mit Brasilien, mit China, mit den Vereinigten Staaten, mit der Gesamtunion, die gesamte Europäische Union handelt mit den Vereinigten Staaten, mit den Asiaten und so weiter. Das heißt, auch da gingen die Briten dann rausfallen und sie müssten alle Handelsakkorde in Zukunft neu verhandeln. Aber wenn es so eine zusätzliche Schwierigkeit, die das ging bedeuten, dann ist das ja, weil wir darauf halten, für eine Tabula Rasa zu machen, für zu sagen, wir machen ein Austrittsaufkommen, das heißt, wir verhandeln den Austritt und da verhandeln wir recht die neue Beitrittsform, wie das Kind ausgesehen für Großbritannien. Und das ist auch eine zusätzliche Schwierigkeit, weil wenn ihn rausgeht,
dann ist eigentlich die Aviation nicht von der WTO, von den Standards aufhängig, aber dann ist es eigentlich am Boden losgefallen, dann ist es, wie wann es kein Akkord gibt, wie wann es keine Zertifizierung gibt, keine Normen, keine Standards, keine Passagierrechte zum Beispiel. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eine Form von großer Ungewissheit, die im Moment gibt, für einen sich stellt. All Bürger stellt sich, all Unternehmen stellt sich, all europäisches Land stellt sich, wie als die Relation in Zukunft an der Aviation mit Großbritannien zu sehen. Und das ist, wie gesagt, ein Punkt, der ganz, ganz kritisch ist, ganz, ganz prekär ist. Und das nehme ich jetzt als Beispiel für euch zu weisen, ein Fall, und so der Fall geht es an allen Domänen, an allen politischen Bereichen, an alle Bereiche, die ein tägliches Leben betreffen, per Rapport zu Großbritannien. So viel, wie gesagt, zu der Aviation und zum Brexit, wo man mit Sicherheit auch in anderen Bereichen noch viel darüber zu schwätzen kriegen, noch viel Ungewissheiten, mehr frohe wie Antworten im Moment noch da sind. Und da gehen ich nachher zurück, für auf die nächste Woche zu gucken, wo wir auf Straßburg gehen, wo wir eine Plenarsession haben, und wo ein ganz paar die interessante Themen auf dem Ordre du Jour stehen, die ich dann die nächste Woche mit euch werde erläutern. Merci für das Nachgucken.